Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Offenbar gibt es noch eine sehr, sehr wichtige Mission, die wir machen müssen. Nämlich eine priorisierte Aufgabe auf Habitat 7. Ich weiß nicht, Habitat 7, wo alles angefangen hat. Ich habe da so ein ganz komisches Gefühl, was da auf uns zukommen könnte. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich... Ja, ich sag mal so, ich bin gespannt. Wir Meridian. Sind in einem stabilen Orbit. Da ist der Bruch von Meridian. Ich empfange etwas. Was hast du? Da hinten. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Okay, dann lass uns das mal anschauen. Also es gibt offenbar noch jede Menge zu entdecken. Titanvorkommen. Okay, schauen wir uns auch mal die. Scannen wir noch die ganzen Planeten eben. Weil wenn es hier noch was zu machen gibt, dann warum nicht? Anomalie geortet. Jo. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Ein Berg. Faszinierend, Mr. Spock. Ich glaube, so wie ist wirklich unser Mr. Spock. Saiyo, waren wir in dem System schon mal? Ich meine ja. Ich empfange etwas. Ein großes Mineralienvorkommen. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Aluminium. Wir können also mehr Aluhüte herstellen. Fantastisch. Pass 09. Auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Eine Schlucht. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wo dieses System jetzt ist. Ach, das ist... Ah, dachte ich mir doch. Die drei Systeme haben wir schon erkundet und dann war das hier wahrscheinlich das letzte System. Hab ich mir doch schon fast gedacht. So. Dann wollen wir mal zurück zur Nexus fliegen, denn Drake möchte offenbar mit uns da irgendwas machen. Und ich würde gerne wissen, wie Archon es einfach schaffen konnte, die Hyperion zu kapern. Das würde ich gerne wissen. Und Carrie Tierwässer wartet ja noch auf einen Bericht. Dann machen wir das natürlich. Nexus. Eine Arche weniger. Ich finde es interessant, dass er sich gerade die Hyperion ausgesucht hat. Neue Filmsequenz. Und die Quarianer haben den ganzen Spaß verpasst. Schade eigentlich. So, da sind wir. Auf der Nexus. Wo ist Carrie Tierwässer? Wo bist du, mein Lieber? Ach, hier oben ist alles okay. Dann müssen wir nach oben. Carry Tivessa. So. Ich lese mal mit dir. Sie sind hier. Ein Angebot. Sie kriegen meine gesamte Schokoladenration, wenn Sie mir dafür ein Interview über Meridian geben. Einverstanden. Abgemacht. Ich mag am liebsten die mit Erdbeerfüllung. Also, Meridian ist real. Ein gelobtes Land. Sie haben es geschafft. Die Hyperion ist im Eimer.
Aber die Absturzstelle bedeutet, dass die Menschen ein Anrecht auf Meridian haben. Wir sind bereit zu teilen. Theoretisch ist das korrekt, aber praktisch sind unsere Verbündeten stets willkommen. Es ist gut, dass das jetzt festgehalten ist. Ich breche bald dorthin auf. Die Dokumentierung von Meridian könnte eine Lebensaufgabe sein, selbst für eine Asari. Ich kann es kaum erwarten, damit anzufangen. Keine Ursache. Meridian. Da wird Geschichte geschrieben. Und jetzt Drac. Mal schauen, was er von uns möchte. Die Werte sind vollkommen normal. Sie haben so gemütlich wie... Oh, hey Ryder! Harry, was ist denn hier los? Sagen Sie es ihm. Oh, darf ich zuschauen? Bitte. Natürlich. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Eine Überraschung? Ich liebe Überraschungen. Moment mal. Was sind das? Kroganische Kinder. Meine Kinder. Jedes einzelne von ihnen. Glückwunsch. Niemand weiß davon, Ryder. Nach der Sache mit dem menschlichen Baby, das hier draußen geboren wurde, behalten wir es lieber für uns. Ich weiß nicht, was das Leben noch für mich bereithält, aber was auch immer passiert, ich werde ein Teil unserer Zukunft sein, genau wie Sie. Heißt das, ich werde Ihr Pate? Jetzt übertreiben Sie mal nicht. Wir werden mehrere Paten brauchen. Hoffnung kann etwas ziemlich Beängstigendes sein. Ich werde Sie lehren, Ryder, was wir früher waren und was wir jetzt sind. So, wie er es auch mich gelehrt hat. Gratulation, Cash. Das ist ja toll. Cash ist Mutter geworden. Es gibt eine Zukunft für die Kroganer. Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Kommen wir nur zentrale Hyperion kann man jetzt eigentlich wegmachen. Aber dafür könnte man rein theoretisch jetzt auf die anderen andocken. Hingehen, zum Beispiel auf die Passero oder auf die Arche der Asari könnte man jetzt eigentlich andocken. Im öffentlichen Bereich der Nexus kam es zu einer Auseinandersetzung, die mit dem Tod der berüchtigten Hackerin Catherine Nye, besser bekannt als Knight. So, Kommandozentrale. Die Konsolen auf der Station sind wieder online. Die Nexus-Sicherheit betont erneut, dass jegliche Manipulation der Konsolen ein schweres Verbrechen darstellt. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich will mal gucken, ob ich noch mit ein paar Leuten reden kann. Pathfinder, ich erfreue mich gerade an Tans fortgesetztem Unbehagen mit einer Botschafterin der Angara. Nicht, dass die Moschei das ausnutzen würde. Eine derart primitive Manipulation wäre unter ihrer Würde. Also, was kann ich für sie tun? Direktor Edith. So. Gut, gut, dann reden wir nochmal mit Tan, auch wenn es mir das nicht gefallen wird. Die Asari scheinen einfach nur glücklich darüber zu sein, dass sie noch leben. Allerdings hat die Nexus bald keinen Platz mehr, um sie unterzubringen. Ich weiß. Wir brauchen dringend Außenposten. Und was machen wir, bis wir sie haben? Ryder, ich werde nicht so tun, als wäre ich nicht enttäuscht. Ich hatte gehofft, Sie würden den Botschafterposten anders besetzen. Ich habe so entschieden, wie ich es für richtig hielt. Naja, zumindest ist Ihre Wahl nicht auf Mordor gefallen. Eine Kroganerin mit Macht? So beginnen Kriege. Haben Sie noch weitere Anliegen? Auf Wiedersehen. Okay, das war's. Ich glaube, mit denen rede ich später. Weil ich möchte jetzt wirklich nach Habitat 7 zurückkehren. Ich will wissen, ob meine Theorie stimmt. Weil ich habe eine ganz komische Theorie in der Magengegend, dass das etwas sein könnte, was ich eventuell vermute. Weil ich habe da die Theorie, dass der Vater Alec Ryder noch am Leben ist. Das ist eine Theorie, aber ich möchte gerne wissen, ob die jetzt wirklich stimmt. Weil wir sollen nach Habitat 7 komischerweise zurückgehen, da wo alles angefangen hat. Und ich werde da jetzt hinreisen.
Jawohl, zurück zu Tempest. Ich bin gespannt. Weil ich finde es eigentlich nur logisch, dass Alec noch am Leben ist. Aufgrund dessen... Oh, Gil wollte, dass sie vorbeischauen. Oh, was will denn jetzt? Mein Schatz denn schon wieder? Und wir haben keine Rettungskapsel mehr? Oder ist sie einfach nur versperrt für Phoebe? Sie haben alle einen Termin für einen Gesundheitscheck. Keine Ausreden. Wirklich nicht? Ich hätte ein paar echt gute. Ich sorge dafür, dass er hingeht, Lexi. Danke, Cora. Scheiße. Oh, scheiße. Verdammt, ich muss als erstes hin. Glas auf die Bezwungenen. Auf den Archon. Gesicht nach unten, Arsch oben. Mach's gut, Knochenhirn. Wie wär's mit auf Meridian? Auf die Träume. Und die Familie. Auf das, was als nächstes kommt. Möge es auch außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Es ist mein Trinkspruch und der geht auf die Bezwungenen. Darauf trinke ich. Ist ja gut. Also, meine Freundin Jill, die übrigens nicht aufhören kann, von Ihnen zu schwärmen, will ein Kind. Und, jetzt kommt der Brüller. Sie hat gefragt, ob ich mich als Vater zur Verfügung stellen würde. Wow, das ist eine große Sache. Ja, nicht wahr? Was zum Teufel werden Sie tun? Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch in der Ausflippphase. Wäre es total verrückt, wenn ich ja sagen würde? Nein, es ist klar, dass sie Jill lieben. Ich halte es nicht für verrückt. Nein, nicht wahr? Ich meine, wir sind ja schon eine Familie. Ich verstehe sie, sie versteht mich. Und wir halten bedingungslos zueinander. Jemandem das geben zu wollen, was er sich im Leben am meisten wünscht, ist Liebe, Gil. Ja, aber die Sache ist die... Jill hat nicht nur gefragt, ob ich mich als Vater zur Verfügung stellen würde. Sie hat gefragt, ob wir beide die Väter sein wollen. Ich weiß, Vater zu werden ist für uns beide kompliziert. Aber wir sind jetzt zusammen und treffen gemeinsame Entscheidungen. Tun wir's. Wenigstens in Mass Effect Andromeda wird sowas ermöglicht, wenn Deutschland sich hier noch querstellt. Ich finde, wir sollten es tun. Wirklich? Wirklich. Und es ist kein unüberlegter Schritt? Es ist ein gemeinsamer Schritt. Wir machen das, wofür Deutschland einfach nicht in der Lage ist. Genau. So. So, dann wollen wir mal... Oh. Dann wollen wir mal nach Habitat 7 zurückkehren und nicht gucken, ob meine Theorie stimmt. Vielleicht sind die Pflanzen in Helios ja genießbarer geworden, seit Meridian aktiv ist. Nicht schon wieder. Ich habe Berichte über Blütenmeristheme in Pflanzen gesehen, in denen sie früher nicht vorkamen. Das könnte es sein. Falls Sie sie unbedingt kosten wollen, sollten Sie es diesmal nicht vor einer langen Schicht tun. Okay. Auf geht's. Ich will wissen, ob sich meine Theorie bestätigt. Fliegen wir hin. Sehen wir nach, was uns erwartet. Die Welt wartet. Okay, wir sind wieder auf Habitat 7. Was erwartet mich hier und was hat es mit 100% Lebensfähigkeit zu tun? Ich empfange Signale der Initiative. Magnetosphärenladungen und atmosphärische Sonden. Das Gewölbe hier ist weiterhin nicht funktionsfähig. Aber 100% Lebensfähigkeit ermöglichen das Terraforming mit Technologie der Initiative. Auf die gute, alte, harte Tour. Irgendwann wird auch diese Welt ein Zuhause sein. Dank Ihnen. Das würde meinem Vater gefallen.
Da wäre noch etwas, Pathfinder. Ich öffne einen Kanal nach Meridian, Prodromos, Diteon, Tafuni, Neutuchanka sowie zur Nexus und den Verbündeten der Initiative. Es wurde einstimmig beschlossen, diese Welt umzubenennen. Habitat 7 ist ab sofort auf sämtlichen Sternkarten als Rider 1 verzeichnet. Ihre Welt, Pathfinder, die Zukunft aller. Die, ach du Schande, Rider 1. Interessant. Dann stimmt meine Theorie doch nicht. Schade. Das ist extrem ärgerlich. Oh Gott, so viel zu lesen. Und weg. Sui, wie geht's dir? Wohin geht's als nächstes? Wir werden dorthin gehen, wo wir am dringendsten gebraucht werden. Oh, jetzt klingen sie wie ein echter Superheld. Was natürlich nicht heißen soll, dass sie keiner sind. Aber sie haben recht. Wir werden da draußen noch immer gebraucht. Also, worauf warten wir noch? Ja, worauf warten wir, ne? Und den Filmabend haben wir immer noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie ich ihn in Gang setze. So. Ich gucke mal, ob wir noch irgendwelche Dialoge freischalten können oder sowas. Warte mal. Deep Six Drive. Ich kann tanzen? Wow. Nicht schlecht. Ah. Oh. Das lasse ich mal an. Sam, wie geht's dir? Hallo Scott. Ich habe durch Meridian Einblick in die Jardal erhalten, die Schöpfer der Relikte und der Angara. Der Code von Meridian ermöglicht ein unglaubliches Potenzial und grenzenlose Vielfalt. Das wurde aber nicht erreicht. Kein Schöpfer wäre damit zufrieden. Du glaubst, die Jardal könnten zurückkommen? Unbekannt. Sie haben ein großes Werk verlassen, das sie neu interpretiert haben. Gegen jede Wahrscheinlichkeit sind sie zu Hause. Danke. Aber was ist ein Pathfinder ohne Sam? Zwei Hälften eines Ganzen. In kurzer Zeit haben sie gelitten, triumphiert und sind gewachsen. Sie sind eine neue Iteration ihrer selbst, respektiert und anerkannt. Ich habe das mit ihnen durchlebt. Ich verstehe, warum das Unbekannte verlockend ist. Was es bedeutet, dagegen zu bestehen. Dadurch bildet sich Menschlichkeit aus. Ich bin froh, dass ich das jetzt weiß. Wie sieht es mit deinem Humor aus? Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Warum mögen Elkor kein kaltes Futter? Weil sie Herdentiere sind. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Danke, Sam. Das genügt. Ah, die Musik. Ja, was können wir denn noch eigentlich noch machen? Ich weiß nicht, wie ich den Filmabend zum Laufen kriege. Was muss ich denn dafür triggern? Suvi, man muss sie einfach lieben, aber diese komischen Öko-Snacks, die sie für Liams Filmabend zubereitet. Ah. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber sie eignen sich höchstens dazu, sie auf die Leinwand zu werfen. Haben Sie eine bessere Idee? Ja, die habe ich tatsächlich. Cora hat mir einen Zugangscode der Initiative gegeben, mit dem ich einige Schmuggelwaren aufspüren konnte. Um es kurz zu machen, es gibt in Kedaraport jemanden, der Popcorn hat. Und Gregson, was im Grunde dasselbe ist wie ihr Popcorn, nur besser, weil ich Popcorn es essen ist Schmuggelware? Irgendjemand hat Popcorn in eine neue Galaxie geschmuggelt? Warum nicht? Es ist leicht und die Leute sind bereit, eine Menge Credits dafür hinzulegen. Also gut. Ich mache mich auf die Suche danach, wenn wir das nächste Mal in Kedaraport sind. Danke. Ich finde wirklich, wir haben uns eine kleine Belohnung verdient. Ah, so kann ich den Filmabend in Gang setzen. Ah, ich hätte einfach nur noch den... Ah,
Ich hätte einfach nur mit Vetra reden müssen. Sind Sie bereit für weitere Untersuchungen? Nicht schon wieder, Lexi. Mir geht's gut. Setzen Sie sich einfach hin, dann verzichte ich auch auf eine Blutabnahme. Hatten Sie irgendwelche Beschwerden? Muskelspasmen, Nasenbluten, Gedächtnisverlust? Nein, aber ich spüre aufkommende Kopfschmerzen. Haha, witzig. Früher haben Sie solche Kommentare immer auf die Palme gebracht. Ich kenne Sie inzwischen einfach zu gut. Einatmen und ausatmen. Ich muss Ihnen etwas sagen. Professor Herrick hat mich gefragt, ob ich mich nicht auf die Nexus versetzen lassen will. Anscheinend waren meine Untersuchungen der Cat-Anatomie für die Miliz von großem Nutzen. Ich schätze, ich sollte meinem nächsten Arzt von meinen Verlustängsten erzählen. Ich habe abgelehnt. Wirklich? Ich hatte im Grunde keine Wahl. Kein anderer Arzt in der Initiative wollte Sie als Patient übernehmen. Oh. Ich habe großes Glück, dass Sie hier sind. Ja, das haben Sie. Aber das gilt auch für mich. Danke, Lexi. Das war sehr, sehr lieb von dir. Na komm, dann besorgen wir uns doch das Zeug für den Filmabend. Und dann machen wir es endlich. Okay, das klang falsch. Fliegen wir nach Kadera. Wider 1. So heißt das unser Planet. Hier hat alles angefangen. Auf nach Kadera. Oh Mann. Das war eine große Reise. Das war eine extrem lange Reise. Und jetzt wollen wir natürlich endlich mal unsere Belohnung für die einholen. ZK Ressourcentracker. Okay. Auf nach Kadera. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Okay. Dann landen wir mal. Und machen unseren wunderschönen Filmabend. Gibt's neue Quests für uns? Nein, offensichtlich nicht. Na komm. Popcorn. So. Da finden wir das Popcorn. Sie sind zurück. Ausgezeichnet. Du hast Popcorn für uns. Da. 10 Credits. So viel kostet Popcorn. So. Und das hier möchte ich kaufen. Okay, haben wir geschafft. Dann auf geht's. Zur Tempest. Gut, dann können wir jetzt eigentlich unseren Filmearm machen. Kello. Was
machen die Angara jetzt? Und der Widerstand? Der Kampf geht weiter. Wir müssen Kitasira und andere Gebiete sichern. Es sind noch Fragen offen. Die Jardan sind möglicherweise die einzigen, die Antworten darauf haben. Nicht die Antworten, die wir selbst ermitteln. Ja, verdammt. So, da ist Vetra. Ich kann's noch gar nicht glauben. Das ist Wahnsinn. Es ist zum Brüllen komisch, das ist es. Nicht aus meiner Perspektive. Ich dachte, ich wäre diejenige. Ich dachte auch, dass Sie diejenige wären. Hä? Nein, der Bunkerkönig ist tot und erlegt hat ihn Jarl. Er hat Ihnen in Ihren Techniker-Hintern getreten. So, ich hab das Popcorn, meine Liebe. Ich hab das Popcorn und dieses Graxen, was auch immer das ist. Vielen Dank. Ich schulde Cora etwas dafür, dass ich ihren Zugangscode benutzen durfte. Das wird bestimmt lustig. Wie früher, als Sid noch klein war und wir uns gemeinsam Videos angesehen haben. Endlich. Kann ich jetzt bitte den Filmabend machen? Bitte. Ich will den Filmabend machen. Oh, was fehlt dazu noch irgendetwas? Das war ein großer Sieg. Ich bin gespannt, was für Probleme uns als nächstes erwarten. Gönnen Sie sich eine Atempause, Drag. Es ist okay, auch mal ein bisschen langsamer zu machen. Vielleicht habe ich ja Angst, zu langsam zu werden, wenn ich nicht ständig in Bewegung bleibe. Vielleicht. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Klar. So, aber mit wem muss ich denn noch reden? Muss ich noch mit irgendjemandem reden, der Snacks möchte? Preiset den Archon-Killer! Denken Sie aber in Zukunft nach, bevor Sie wieder mal Kopf und Kragen riskieren. Unser Baby wird beide Väter brauchen. Ich habe die ganze Zeit an unser Baby gedacht. Und Sie haben Helios deutlich sicherer für ihn oder sie gemacht. Genau genommen sogar für uns alle. Wir sehen uns später. Auf jeden Fall. So. Mit wem muss ich denn noch reden für unser... Ach nee, Quatsch, die sind alle da oben. Meridian, endlich. Es gibt noch immer so viel zu tun. Für die Nexus, für die Angara. Aber nicht heute. Heute können wir uns einfach darüber freuen, dass wir gesiegt haben. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elite-Soldatin für mich? Ich habe Janae immer gemocht. Sie war erst 200 Jahre alt und mit mir in der Einheit war sie nicht mehr die Kleine. Sie war ein biotisches Wunderkind. Einmal hat sie ein Flugabwehrgeschütz aus der Verankerung gerissen und damit ein paar Sklavenhändler zermalmt. Autsch. Sie haben nicht lange gelitten. Janae war eine gute Freundin. Vielleicht ist sie das immer noch. Auch wenn sie mit Sicherheit keine Kleine mehr ist. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Ich rede dann nochmal mit den Leuten hier. Vielleicht brauchen die auch was für den Filmabend. Liams Idee, sich gemeinsam Videos anzusehen. Der Filmabend? Er hat ihn wieder verschoben. Aus Respekt vor Raker. Gut. Denn soweit ich gesehen habe, sind ihre Videos flach. Man kann sie nur sehen und hören. Angara-Videos benutzen schwache elektrodermale Signale, die man durch die Haut spürt. Ich habe das mit Gil besprochen. Wir könnten ein System bauen, das das auch kann, wenn wir die richtigen Komponenten zusammenkriegen. Klingt großartig. Das sollten wir machen. Die benötigten Komponenten müsste es auf Aya geben. Wir sollten danach Ausschau halten. Also, jetzt nochmal nach Aya. Oh. Ich will doch nur den Filmabend machen. Warum habe ich nicht vorher die ganze Zeit mit den Leuten gequatscht? Sind jetzt im Orbit von Kadara. Ja, und wir fliegen jetzt erstmal zurück nach Aya. Da.
Ich mache diesen Filmabend noch. Könnt ihr einen drauf lassen? Schade, dass man diese Szene nicht überspringen kann. Nutzt mal eben die Schnelltransitkonsole, um nach dahin zu kommen. Jawohl. Da muss ich nicht da jetzt komplett durchlaufen. Nee. Wo ist der? Der hier. Sonnengereichtes Obst. Parfait. Profitieren Sie von dem seltenen Überschuss. Willkommen. So, du hast das sonst. Videokomponenten. Oh, ich kaufe das jetzt einfach mal. So. Habe ich. Dann gehen wir jetzt wieder zurück auf die Tempest. Na, kann ich nicht. So. Schnellreise. Wir machen jetzt auch diesen Film an in dieser Folge. Kostet es, was es wolle. Warte mal, da. Jawohl. Hätte ich das gewusst, hätte ich das alles vorher gemacht. Mann. Aber ein Filmabend ist ein schöner Abschluss, um Mass Effect Andromeda hier zu beenden und auf die nächsten DLCs zu warten. So. John, ich komme. Alle Systeme im grünen Bereich. Das ist gut. Aber wenn man darüber nachdenkt, sind wir jetzt frei und können fast alles tun. An einem sonnigen Strand entspannen? Warum nicht? Wir haben bestimmt welche gemacht. Und wir wären auch bereit, sie zu teilen. Beachvolleyball. Jetzt wäre genau die richtige Zeit dafür. Ohne Jetpacks, hoffe ich. Charlie, ich habe deine Komponenten. Haben Sie die Komponenten gekauft? Ja, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie und Gil zustande bringen werden. Er ist sehr begabt. Falls, sobald es klappt, können mehr von Ihren Leuten unsere Geschichten so erleben, wie sie gedacht sind. Goda Tavetera. Die Trilogie Loleas Wiedergeburt. Ich weine jetzt schon ein bisschen. So, braucht noch jemand Komponente? Lexi? Ich habe gehört, Liam plant einen Filmabend. Ja. Ja, vorausgesetzt, unsere Aufgaben lassen uns jemals genug Zeit dafür. Das erklärt, wieso Drake und Peeby versuchen, irgendein zweifelhaftes Gebräu herzustellen. Wenn sie sich bei den Mengen nur ein wenig vertun, könnte ihr Fusel zu Blindheit führen. Oder Schlimmerem. Da gibt es deutlich bessere Möglichkeiten. Zum Beispiel? Einen Asari-Schnaps namens Akanta. Es gab da diese wundervolle Werbung in Schwarz-Weiß. Vielleicht haben sie ja auf der Nexus eine Flasche. Ich bin sicher, er wäre auch nicht zu teuer. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn haben. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay. Das heißt, wir holen uns den Asari-Schnaps. Und dann hoffe ich, habe ich alle Komponenten für den verdammten Filmabend. Ich werde immer extra Wünsche haben. So. Jo. Wird eine etwas längere Folge, ich sehe schon. Nexus da.
muss ich ihn kaufen? Im Vortex? Weil der hat ja die ganzen Sachen dafür. Also ich werde mich nicht zu weit von der Tempest wegbewegen. Nexus. Da waren nur noch zwei Eichen angedockt. Aber dann wahrscheinlich kann dafür die Eiche der Quarianer andocken. Das wäre schon sehr gut. Keine Landesequenz, bitte keine Landesequenz. Und die Arche der Turianer ist auch noch nicht angedockt. Die hätte man eigentlich auch noch nutzen können. So, wo kriege ich jetzt diesen verdammten Schnaps her? Weg da. Ich hab's eilig, ich bin wichtig. Panzerung, Waffenhändler. Ich glaube, beim Gemischtwarenhändler wäre es logisch, oder? Fahrzeug. Oh, oh, hallo. Pathfinder. Oh, hallo. Wie geht's Ihnen? Ein Modell der Citadel. Oh. Ah, da haben wir es doch. Bestätigen. Jawohl. Ein Modell der Citadel. Wie cool. Pathfinder. So heiße ich. Und nicht Scott Ryder. Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt endlich alle letzten Zutaten besorgt, damit wir endlich diesen Filmabend machen können. Denn ich habe jetzt alles besorgt und jetzt werden wir mal mit Liam reden, wann der Filmabend endlich stattfindet. Die letzte Legion. Den wollten Sie doch haben, oder? Sie haben den Film tatsächlich gefunden? Diese Version ist praktisch ein Mythos. Ich sage allen, sie sollen Knabberzeug besorgen. Jarl und Gil meinten, sie könnten was in ihren Quartieren improvisieren. Falls Sie erst noch sauber machen wollen, kein Problem. Drücken Sie einfach die Konsole, wenn Sie soweit sind. Jawohl, wir können den Filmabend machen. Auf geht's. Machen wir endlich mal den Filmabend. So. Wir können endlich den Filmabend machen, das ist super. Auf geht's. Ich bin bereit. Lass uns einen wunderschönen Filmabend zum Abschluss dieses wunderschönen Spiels durchführen. Sie brauchen dich, Jorix. Nicht ich habe die Legion verlassen, sondern sie mich. Aber ich weiß, was meine Pflicht ist. Okay, wir können uns durch eine Trainingsmontage quälen, die viele als übertriebene Darstellung turianischer Muskeln beschreiben. Sowas gibt's gar nicht. Doch, gibt es. Oder wir spulen zum Absturz eines Schiffes auf einen Asteroiden, der auf einen Mond stürzt. Wir spulen zum Absturz. Wir sehen uns die Montage an. Hier wird nichts übersprungen. Ich bin für den Absturz. Okay, vorspulen zur Action-Szene. Zum ersten, zum zweiten. Zum spannenden Teil, Liam. Oh! Aber Sie sind im Vakuum. Die Explosion des Schiffes dürfte nicht zu hören sein. Ich hoffe, Sie sprechen nicht aus Erfahrung. Es ging Ihnen nur um den Effekt. Sie haben dafür ein altes Wrack gesprengt. Wie schade, dass die Explosion nicht auch das Drehbuch zerstört hat. Mein Einsatzteam wird den feindlichen Kreuzer angreifen, General. Gewalt ist die einzige Sprache, die diese Fanatiker verstehen. Wieso ein Einsatzteam? Torpediert den Kreuzer doch einfach. Völlig übertrieben. Sie sollen einfach einen Techniker holen, der die Lebenserhaltungssysteme und Triebwerke abschaltet. Problem gelöst. Und dann sitzt er auf einem feindlichen Schiff fest? Nein, ein Torpedo und die Sache ist erledigt. Ich will den Feind einfach... Ich habe einen cooleren Plan. Ich würde ihre Sensoren rösten, über den Rumpf spazieren, die Lebenserhaltung abschalten und sie alle als Geisel nehmen. Hab ich schon gemacht. Ist nicht so aufregend, wie es klingt. Ernsthaft? Ich habe meine Narben als Beweis. Und ich dachte, die hätten sie sich zugezogen, als sie von einem Barhocker gefallen sind.
Apropos, es wird Zeit für die nächste Runde. Wer will ein Baron's Jaw oder ein Euphemistically Delicious? Hören Sie zu. Tyrannus. Tyrannus. Nein! Ah, es war nur ein Sidekick. Die sterben wie die Fliegen. Es geht doch nichts über Overacting. Selbst Ryder könnte das besser. Klar, wenn ich wollte. Oh oh, jetzt gucken wir alle an. Ich glaube, Sie täuschen sich, Cora. Kommen Sie schon, führen Sie uns was vor. Ich spiele den Sterbenden. Okay. Ah. Nein, warum verlassen Sie mich? Verlassen Sie mich nicht. Das ist nicht fair. Er war noch so jung und... Salarianer! Er hatte noch so viel zu geben! Ryder! Ich spüre meine Gallenblase nicht mehr! Haben Sie überhaupt eine Gallenblase? Oh nein! Es ist schlimmer, als ich dachte! Nein! Hello. Verdammt sollen Sie sein! Sie alle! Nur kleiner Applaus, danke, danke. Da war ja selbst der Turianer glaubwürdiger. Ich schwöre, meine Liebe zu dir strahlt heller als tausendmal tausend Sterne. Oh, Jorax. So viele verlorene Jahre. Unsere Herzen sind eins. Keine feindliche Flotte, kein Sternenmeer kann uns jemals wieder trennen. Ah, war das schön. Schön theatralisch. Ach ja, das war ein wunderschöner Film. Und Kello, du bist so wunderbar gestorben. Ich bin so stolz auf dich. Das war eigentlich mehr lachhaft, muss ich sagen. So, was haben wir da? Wo ist die Modell der Citadel? Die Citadel. Ach, da ist die Citadel. Ich sehe es gerade. So. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache dann jetzt hier Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen von Mass Effect Andromeda. Das Spiel endet hier, die Hauptstory. Wir müssen jetzt abwarten, ab und wann BioWare uns mit den versprochenen DLCs nicht länger im Dunkeln warten lässt. Ich habe es Ihnen schon bei den Credits gesagt. Wir müssen wissen, wer der Wohltäter ist. Wir müssen wissen, was mit der Quarianischen Arche ist. Es gibt doch so viel Erklärungsbedarf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es war eine lange, schöne Reise. Egal, was andere Miesmacher sagen vom Spiel. Ich bin ein Mass Effect Fan und ich werde es immer sein. Bleibt mir gewogen und bis morgen zu einem neuen Let's Play. Ciao!